Hallo, ich heiße Alexandra Roth und ich möchte dich heute einladen, eine kleine Auszeit aus deinem Alltag zu genießen und mit mir eine kleine Yoga-Session von knapp 20 Minuten zu praktizieren. Viel Spaß dabei! Setze dich ganz bequem auf den Boden oder auf ein Yogakissen. Die Beine ruhen ganz entspannt auf dem Boden und deine Hände liegen mit den Handflächen geöffnet auf deinen Oberschenkeln. Zieh die Schultern leicht nach hinten Richtung Wirbelsäule, sodass du ganz aufrecht da sitzt. Schließe deine Augen. Lege deine Zunge ganz gelöst in deinen Mundraum, die Stirn ganz entspannt. Und beginne dann tief ein- und auszuatmen. Atme durch die Nase ein. Dabei hebt sich deine Bauchdecke, schiebt sich nach vorne. Und mit der Ausatmung senkt sich die Bauchdecke und der Atem fließt über die Nase wieder aus deinem Körper. Nimm so einige bewusste Atemzüge, um ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Ganz hier an, bei deiner kleinen Auszeit des Alltags. Und dann öffne wieder deine Augen und beginne mal, deine Schultern von vorne nach hinten zu rollen, ganz langsam und achtsam. Der Einatmung nach hinten unten und mit der Ausatmung nach vorne oben. Löse die Anspannung in deinen Schultern. Und dann gebe deine rechte Hand auf den Boden und hebe mit der nächsten Einatmung deinen linken Arm und neige dich zur Seite. Spüre die Öffnung in der Flanke. Bleibe hier, nimm die Dehnung an der Seite ganz bewusst wahr. Atme. Einatmen, heb den Arm, senke ihn auf den Boden und mit der nächsten Einatmung hebe den rechten Arm und neige dich auch hier wieder zur Seite. Nimm die Dehnung in der Flanke wahr. Atme tief in den Bauch. Einatmen, wieder heben und ausatmen, absenken. Mit der Einatmung hebe beide Arme nach oben, dreh dich auf die rechte Seite. Die rechte Hand geht hinter den Rücken auf den Boden, die linke auf den rechten Oberschenkel. Komm in eine seitliche Drehung. Bleibe hier. Richte dich mit der Einatmung auf und mit der Ausatmung zieh die rechte Schulter noch ein Stück weiter nach hinten. Und komm dann mit der Einatmung wieder nach oben und mit der Ausatmung dreh dich zur linken Seite. Auch hier mit der Einatmung richte deine Wirbelsäule auf und mit der Ausatmung zieh die linke Schulter etwas nach hinten. Einatmen, hebe die Arme nach oben. Und mit der Ausatmung verhake die Finger hinter deinem Rücken. Zieh die Schulter nach hinten, öffne deinen Brustkorb, hebe leicht deinen Kopf, dehne deine Brust, Rückbeuge. Und mit der Ausatmung neige dich nach vorne, komm in eine Vorbeuge
Runde deinen Rücken. Atme auch hier in den Bauch ein und aus und roll dich dann langsam wieder nach oben, nimm die Schultern mit nach hinten, locker dich, rolle nochmal deine Schultern, ganz gelöst, spüre nach, wie es sich anfühlt. Tiefes Atmen in den Bauch. Und dann komme in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter den Schultern, die Knie unter deinem Becken. Spreize deine Finger, bring sie fest in den Boden. Die Knie eine Faustbreite auseinander, atme dann ein, bring den Kopf in den Nacken, mach ein Hohlkreuz und mit der Ausatmung senke deinen Kopf und komm in einen Rundrücken. Einatmen, Kopf in den Nacken, mach ein Hohlkreuz. Ausatmen, Kinn zur Brust rundrücken, zieh den Bauch nach innen. Die Wirbelsäule ganz flexibel dabei machen. Die kleinen Verspannungen lösen in der Wirbelsäule, wie auch bei den Übungen zu Beginn. Die Wirbelsäule flexibilisieren. Der Körper folgt deinem Atem. Atme tief und ruhig. Komm in die natürliche Haltung. Und bringe mit der nächsten Einatmung deinen rechten Arm nach vorne und dein linkes Bein nach hinten. Halte hier. Bauchnabel zieht nach innen, spann deinen Körper. Und dann kreise deinen Arm und dein Bein. Halte das Gleichgewicht, Koordinationsübung. Weckt sozusagen auch dein Gehirn auf. Kräftig deinen Rücken und mit der nächsten Ausatmung senke die rechte Hand und stelle das gestreckte Bein hinter deinem linken Fuß auf. Öffne dich, nimm den linken Arm nach oben, mach dich lang und feder dann deinen Arm nach hinten und löse so Verspannungen in der Brust, im Schulterbereich, der oftmals durch die Sitzbeugehaltung ziemlich verkürzt ist. Und mit deiner nächsten Ausatmung bring die linke Hand unter dem Körper durch, öffne dich wieder mit der Einatmung, ausatmen, komme wieder nach unten. Wieder ruhig in Verbindung mit deinem Atem. Bleibe ganz bei dir und komme dann wieder zurück in den Vierfüßlerstand, richte dich hier wieder ein und komme mit der nächsten Einatmung mit dem linken Arm nach vorne, rechtes Bein nach hinten, halte auch hier und beginne dann deinen Arm und dein Bein zu kreisen. Und du wirst mal merken, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich ins Kreisen zu kommen. Und wechsle auch immer mal wieder die Richtung dabei. Setze dann die linke Hand auf, das rechte Bein geht hinter den linken Fuß. Öffne dich mit der Einatmung, mach dich ganz lang. Und komm auch hier wieder ins Federn, so lösen sich die Faszien, die durch ja, diese Haltung im Sitzen, im Büro, im Auto einfach verkürzt sind. Du wirst die Öffnung spüren und die Weite nach dieser Übung. Und mit der Einatmung hebe dann wieder deinen Arm und führe ihn mit der Ausatmung unter deinem Körper durch.
einatmend wieder heben und mit der Ausatmung wieder nach unten. Fädel dich ein unter deinem Körper. Der Kopf geht mit. Komm dann wieder zurück in den Vierfüßlerstand und setze dich nach hinten, setze das Gesäß auf deine Fersen ab. Lass deine Finger weit nach vorne krabbeln, mach deinen Rücken ganz lang. Lockere deinen Rücken so wieder auf und nimm dann die Arme für die Stellung des Kindes mit nach hinten. Achte darauf, dass die Ellbogen etwas nach vorne gezogen sind, sodass sie schön auf dem Boden aufliegen. So entspannen dann auch deine Schultern. Komm dann wieder nach oben in den Vierfüßlerstand. Und mit deiner nächsten Ausatmung schiebe dich in den Hund und beginne hier mal zunächst die Knie zu beugen und dann den Rücken lang durchzustrecken. Und schiebe dann mal abwechselnd die Fersen in den Boden hinein und dehne so die Rückseite des gestreckten Beines. Und dreh auch mal dabei deine Fersen von rechts nach links und genieße so die verschiedenen Bewegungsrichtungen der Faszien. Und wander dann langsam nach vorne, komm in die Vorbeuge und rolle dich langsam, Wirbel für Wirbel nach oben. Die Schultern gehen nach hinten, richte dich auf und spüre nach. Atme auch hier wieder tief in den Bauch ein und wieder aus. Bereite dich für den Sonnengruß vor. Bring mit der nächsten Einatmung deine Arme nach oben in die Streckung. Richte dich auf. Bleibe hier in der Öffnung. Neige dich leicht nach hinten. Öffne deine Brust. Weite dich. Atme und mit der Ausatmung komm in die Vorwärtsbeuge, Fingerspitzen, Fußspitzen, eine Linie. Spüre die Dehnung in der Beinrückseite und lass mindestens die Finger ganz auf dem Boden. Mit der nächsten Einatmung bring den rechten Fuß weit zurück, das Knie zum Boden bringen. Nehme so weit zurück das rechte Knie, dass du eine Dehnung in der Leiste spürst und das Knie vorne über dem Fußgelenk. Atme dann ein, komm in die Liegestützposition und mit der Ausatmung bring die Knie zum Boden, die Brust und deine Stirn. Lege dann die Fußrücken ab, die Hände sind unter den Schultern. Atme ein, komm in die Cobra, hebe deinen Kopf und deinen Oberkörper an. Das Kinn Richtung Brustbein, Gesäß gespannt zum Schutz vom unteren Rücken und schieb dich mit der Ausatmung in den Hund, die Fersen ziehen in den Boden hinein. Halte. Mit der nächsten Einatmung bring den rechten Fuß nach vorne, Knie zum Boden, dehne wieder die Leiste, den Hüftbeuger auf, Rücken gerade, Blick nach vorne. Lass das Becken tief sinken. So lösen sich Verkürzungen im unteren Rücken, gerade wenn du Probleme hast in dem Bereich. Und mit der Ausatmung bring dann den linken Fuß zum rechten, komm nochmal in die Vorwärtsbeuge, Finger ganz am Boden. Mit der Einatmung streck dich weit nach oben, leichte Rückbeuge, öffne deine Brust. Mit der Ausatmung lass wieder die Arme über die Seite sinken. Fließende Runden, Sonnengruß. Atme ein. Und bring mit der Ausatmung die Hände vor deinem Herzen zusammen.
Einatmen, streck dich nach oben. Ausatmen, komm in die Vorbeuge. Einatmen, links zurück, Knie zum Boden. Halte den Atem in der Liegestützposition. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, komm in die Cobra. Ausatmen, schiebe dich in den Hund. Einatmen, bring den linken Fuß nach vorne. Aus, rechts dazu. Einatmen, komm nach oben, mach dich lang und ausatmen, senke die Arme. Atme ein und aus, bring die Hände vor deinem Herzen zusammen. Einatmen, nach oben strecken, aus, vorbeuge. Einatmen, rechtes Bein zurück, Knie zum Boden. Halte den Atem links dazu. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden, Gesäß spannen, einatmen, komm in die Kobra und schieb dich aus in den Hund. Einatmen, rechts nach vorne, Knie zum Boden, Rücken geradeaus, links dazu. Einatmen, streck dich weit nach oben und ausatmen, die Arme senken. Atme ein und aus, Hände vor die Brust. Einatmen, nach oben, ausatmen, vorbeuge. Einatmen, links zurück. Halte deinen Atem, rechts dazu, Liegestützposition. Ausatmen, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, schieb dich in die Kobra, spann das Gesäß, um ausatmend in den Hund zu kommen. Einatmen, links nach vorne, ausatmen, rechts dazu. Einatmen, weit nach oben strecken und ausatmen, die Arme senken. Beende die Übung. Atme auch hier tief in den Bauch ein und aus und verlängere hier mal die Ausatmung. Das beruhigt dein ganzes System. Wenn du Lust hast, mach gerne 8 oder 10 Sonnengrüße, das belebt deinen Kreislauf, schenkt dir frische Energie. Atme, beruhige deinen Atem durch das tiefe und lange Ausatmen. Zunge gelöst im Mund, Stirn ganz glatt, die Augen sanft geschlossen, spüre in dich hinein, wie du dich jetzt fühlst. Dann lege dich auf den Rücken, in die Rückenentspannungslage. Spüre nochmal hier nach. Spüre in deinen Körper hinein. Tiefes Atmen in den Bauch. Komme immer wieder zur tiefen Bauchatmung zurück. Und zieh dann mit der nächsten Ausatmung dein rechtes Knie zum Körper ran. Lass das linke Bein gestreckt und mit jeder Ausatmung zieh das Knie ein Stück weiter ran. Das dehnt und lockert deinen unteren Rücken, löst Verspannungen auf. Mobilisier deine Hüfte und stell dann den rechten Fuß aufs linke Knie. Gib den rechten Arm auf Höhe der Schulter. Fass mit der linken Hand das rechte Knie und zieh das rechte Knie zur linken Seite. Heb dabei dein Gesäß vom Boden ab. Der Kopf dreht leicht mit nach rechts. Achte allerdings darauf, dass deine rechte Schulter fest auf dem Boden bleibt. Drehung der Wirbelsäule beruhigt dein Nervenkostüm, baut Stress ab, bringt Ruhe und Frieden in deinen Körper hinein. Genieße und komm mit der Einatmung wieder nach oben in die Rückenlage. Spür nach. Und zieh mit der Ausatmung das linke Knie zum Körper ran. Auch hier mit jeder Ausatmung ein Stückchen weiter ranziehen. Die Übung massiert auch deinen Darm, regt die Darmtätigkeit an.
Stelle dann auch hier den linken Fuß aufs rechte Knie, fasse mit der rechten Hand das linke Knie, der linke Arm auf Höhe der Schulter ablegen, dreh das Knie zur rechten Seite, heb das Gesäß vom Boden ab, der Kopf geht mit nach links. So haben wir eine komplette Drehung in der Wirbelsäule. Achte darauf, dass sich auch hier die linke Schulter nicht vom Boden abhebt. Wir bringen so deine Wirbelsäule aus, die Bandscheiben ernähren sich und füllen sich wieder, wenn wir in die neutrale Haltung zurückkehren. Denn über Übungen nähren sich deine Bandscheiben über die Wirbelkörper. Und dann komme wieder zurück, leg dich in die Rückenentspannungslage und bereite dich für die Abschlussentspannung vor. Du kannst dich gerne zudecken oder eine Decke unter deinen Kopf geben. Achte darauf, dass deine Beine hüftbreit auseinander liegen. Die Arme schön abseits vom Körper mit den Handflächen nach oben gerichtet. Zieh das Kinn sanft Richtung Brust, der Nacken wird ganz lang. Streiche nochmal gedanklich über deine Stirn und streich sie ganz glatt und faltenfrei. Deine Augen sind ganz sanft geschlossen. Der Unterkiefer ist leicht entfernt vom Oberkiefer und die Lippen berühren sich, wenn, dann nur sanft. Lass alle Gedanken des Alltags jetzt einfach mal los und schau nicht mehr, was vorhin war oder später vielleicht sein wird. Sei mit deiner ganzen Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt. Denn jetzt ist nur noch dein Wohlbefinden und deine Ruhe wichtig. Und beginne dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Und nimm wahr, wie dein Atem über die Nase in deinen Körper hineinströmt. Sich dabei die Bauchdecke hebt. Und mit der Ausatmung die Bauchdecke sich wieder senkt und der Atem über die Nase deinen Körper wieder verlässt. Einatmen, spüre, wie die Kühle deiner Einatmung unter der Nase einströmt in deinen Bauchraum, dir frische Kraft und Energie schenkt. Und spüre mal auch unter der Nase, wenn du ausatmest, und spüre den warmen, verbrauchten Atem. Nimm jeden Atemzug ganz bewusst wahr. Jedes Ein- und jedes Aus. Und spüre dabei, wie du immer tiefer in den Boden hineinsinkst. Lasse alles los. Ein und aus. Ein und aus. Und spüre dann deine Füße und deine Beine auf dem Boden. Und sage dir gedanklich, meine Füße und meine Beine entspannen. Spüre deinen Unterleib und dein Gesäß. Und sage dir gedanklich, mein Unterleib und mein Gesäß entspannen. Spüre deinen Bauch und deine Brust.
und sage dir im Geiste, mein Bauch und meine Brust entspannen. Spüre in deinen Rücken hinein, spüre deinen unteren, mittleren und oberen Rücken und sage dir gedanklich, mein ganzer Rücken entspannen. Spüre deine Schultern, die Arme und deine Hände und sage dir, meine Schultern, die Arme und Hände entspannen. Spüre dein Gesicht und die Kopfhaut und sage dir gedanklich, mein ganzer Kopf entspannen. Mein ganzer Körper ist vollkommen entspannt. Wir entspannen noch unseren Geist, indem du dir vorstellst, auf einer großen bunten Blumenwiese zu stehen. Die Sonne scheint, erwärmt deinen Körper. Der Himmel ist strahlend blau und wolkenfrei. Fühlst dich wohl in deiner Haut, hast ein Lächeln auf den Lippen. Du hörst Vögel, wie sie zwitschern und siehst Schmetterlinge, die an dir vorbeifliegen. Es ist schön an diesem Ort. Langsam drehst du dich um und siehst vor dir einen ruhigen, tiefen, klaren Bergsee. Und du gehst langsam ans Ufer des Sees, der umzäumt ist von hohen Bergen mit schneebedeckten Gipfeln. Und du setzt dich und schaust über den See in die Ferne, für dich in Stille. Und dann vertiefe langsam wieder deinen Atem, beginne deinen Körper zu bewegen, beginne die Hände zu kreisen, die Füße zu bewegen, dann die Arme und dann deine Beine. Bringe Bewegung in deinen Körper. Lass dir Zeit, um wieder hier anzukommen und nimm auch die Ruhe mit, wenn du wieder hier bist. Und komm dann langsam, lass dir Zeit, nach oben zum Sitzen. Finde dich nochmal auf deinem Kissen ein. Leg die Hände auf deine Oberschenkel, lass gerne noch die Augen geschlossen. Spüre, wie du dich fühlst.
und dann atme ein. Die Hände finden sich vor deinem Herzen. Und dann bring die Finger zu deiner Stirn für die Klarheit deiner Gedanken, zum Mund für die Wahrhaftigkeit des gesprochenen Wortes und zurück zum Herz für die Liebe, die aus deinem Herzen strömt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Namaste. So, ich hoffe, es hat dir gefallen und dir ein wenig Spaß gemacht. Wenn es dir tatsächlich gefallen hat, dann schau doch mal auf mein Profil im Instagram und im Facebook und lass einen Kommentar doch einfach auf meiner Seite. Und ja, Yoga ist ein Baustein zu meinem ganzheitlichen Programm Body and Brain, mein Intensivseminar Restart Your Life. Und 2021 findet ihr mich in Salzburg, München und in Mannheim. Ja, wäre schön, wenn wir uns spätestens da doch wiedersehen. Ciao!